Ein Polizeihubschrauber kreist über der Unstrut bei Schönewerder. Gesucht wird dieses Mal kein ausgebüxter Häftling, sondern ein Krokodil. Eine Pferdebesitzerin will das 2 Meter lange Tier entdeckt haben, das mit offenem Maul am Ufer gelegen haben soll. Ihre Pferde hätten gescheut, nun ist die ganze Gegend bei Schönewerder im thüringischen Kyffhäuserkreis in heller Aufruhr. Bereits Ende August soll es eine Sichtung des Krokodils gegeben haben, im ca. 35 Kilometer entfernten Burglandkreis bei Laucha. Von einer Suche in einem Schlauchboot wurde abgesehen. Die Einsatzkräfte warteten auf ein stabileres Boot. Doch auch trotz Einsatz einer Wärmebildkamera wurde kein Krokodil entdeckt. Gegen 21 Uhr wurde die Suche eingestellt, obwohl der Zoodirektor des Zoos Halle die Empfehlung gab, gerade bei Einsätzen der Dämmerung oder später zu suchen. Schließlich seien Krokodile nachtaktive Tiere und die Augen würden besser im Wasser entdeckt, weil sie das Scheinwerferlicht reflektieren. Doch wie kommt eigentlich ein Krokodil in den Nebenfluss der Saale? Der Zoodirektor vermutet einen illegalen Halter, der keine Lust mehr auf das Tier hatte und es einfach aussetzte.